Es gibt Verfahren, die Entwicklung von Impfstoffen erheblich zu beschleunigen. Dafür werden nur Helden gebraucht. Es ist ja in China ein Impfstoff, der nur aus toten Viren besteht, erfolgreich an Affen getestet worden. Man hat die also geimpft und dann mit einer erheblichen Überdosis von Viren direkt beatmet, sodass sie also mit Sicherheit hätten erkranken müssen. Sie sind also nicht erkrankt. Das heißt, dieser Impfstoff ist insoweit sicher. Nun könnte ich mir vorstellen, dass in solchen Ländern also man den Strafgefangenen einen Strafnachlass verspricht, wenn die sich nicht nur impfen lassen, sondern dann auch praktisch Mund-zu-Mund-Beatmung mit einem Corona-Kranken machen. Da könnte man mit wenigen Leuten die Sicherheit eines solchen Impfstoffs nachweisen. In unseren ethisch hochentwickelten westlichen Staaten ginge das nicht. Wir haben ja auch Freiwillige, die sich impfen lassen können. Da muss aber auch der Impfstoff absolut sicher sein. Zunächst mal, dass der Impfstoff selbst den Leuten nicht schadet. Und dann wäre es nicht möglich, diese Leute, selbst wenn die es wollten, diese Leute also praktisch mit einem Corona-Erkrankten eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Es wäre also eine Möglichkeit für solche Leute, die nach Heldentum streben, dass sie das nicht sagen, dass sie vorhaben, sich anschließend einer erheblichen Gefahr durch Coronaviren auszusetzen. Die lassen sich also impfen und dann besuchen sie einen Corona-Kranken und knutschen mit dem rum, beziehungsweise infizieren sich in einem solchen oder setzen sich in einem solchen Maße den Viren aus, dass man praktisch mit Sicherheit sehen kann, ob die Impfung gewirkt hat. Das ist bei gesunden jungen Leuten mit einem relativ geringen Risiko verbunden, und ein solcher Corona-Held könnte hier wirklich Millionen, wenn nicht sogar hunderte Millionen Menschenleben retten. Wir wissen nicht, wo diese Pandemie endet. Das wäre eine Möglichkeit, und wenn Sie das für überzeugend halten, sollten Sie versuchen, das schnellstmöglich zu verbreiten. Wenn Sie es nicht für überzeugend halten, dann teilen Sie doch bitte Ihre Gegenargumente hier in einem Kommentar mit. Vielen Dank, die Menschheit insgesamt wird Ihnen sehr dankbar sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Staat erstmal geheim hält, dass er auf diese Weise einen Impfstoff getestet hat, diesen in Massen produziert und die eigene Bevölkerung mit Impfstoffen versorgt. Und dieser Staat hätte dann womöglich einen gewaltigen wirtschaftlichen Vorteil. Außerdem lehrt uns diese Krise natürlich, wie leicht es ist, terroristisch mit solchen Viren zu arbeiten, weitaus wirksamer auch als Mittel der Kriegsführung, weitaus wirksamer als Atombomben oder mit Giftgasen zu arbeiten, weil dieser Virus sich eben selbst vermehrt, was sie mit Giftstoffen und Atombomben eben nicht erreichen können. Also die ganze Welt in dieser Weise lahmzulegen, das können sie nicht mit Atombomben schaffen, auch nicht mit chemischen Waffen. Das heißt, wir müssen unsere ganze Verteidigung umstellen, und natürlich muss als erste Maßnahme jeder Deutsche zu Hause im Schrank einen absolut virensicheren Anzug haben. Das wird die Aufgabe der nächsten Zeit sein.